Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt in Europa Universalis 4. Diesmal in Japan. Dekayama hasse ich. Imagwa und Ochi. So. Das nehmen wir. Zack, 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 zack. Dann hier mal einen Anspruch. Okay, die mögen mich, weil die mehr Angst haben vor mir. Möchte ich einmal mit euch ein Bündnis und... Ja, da möchte ich aber trotzdem einen Anspruch fingieren. 6000 Männer, da kann ich... 1, 2... Aus Shimatsu? Nein, danke. Aus Shiba. Erstmals. Aus Otomo. Tut mir leid, Leute, aber euch möchte ich als erstes erobern. Was? Warum? Noch immer? Okay. Habt ihr mich als Rivalen genommen? Nö. So, kommt her. Dann geht der Krieg gleich los. Ich habe hier keinen Anspruch. Wahrscheinlich. Ich habe nur hier eine Kernprovinz sogar. Sind verbündet mit Imagwa und Shimatsu. Imagwa. Gib mir mal den hier zurück. Shimatsu ist mir egal und Imagwa ist mir auch egal. Und die Hauptstadt brauche ich hier überhaupt? Nee, ich brauche gar keine. Tja, das muss man halt auch mal wissen. Na dann. Auf uns erobern. Osegui. Das wart ihr, ganz sicher. Das wird mir jetzt nicht so gefallen. Takeda. Hier und Shiba. Die haben 5000 Mann. Am besten wäre es, wenn ich die zuerst angreifen würde. Ach, greifen wir die an. 50%. Shimatsu ist mir egal. So. Wow. Das hilft nur leider nichts, da das Fernkampf ist und nicht Nahkampf. Schade. So. Das ist die Hauptstadt, genau. Dann einmal hier hin, bitte. Und einmal hier hin. Zu dir komme ich dann gleich. So, habe ich hier... Da lasse ich kurz einstehen. Okay. Sehr schön. Ihr könnt wieder hier hingehen. Und zwar habe ich hier Krieg gegen euch. Genau. Okay. Mal gucken. Kann ich mir mal eine kleine Machtposition aufbauen? Okay. Das sind die. Die lassen sich hier erobern. Tomo ist mir egal. Okay, die sind zu wenig, wenn die eine 1 würfeln. Also bitte nochmal eine 1. Noch eine, keine 1 bitte. Boah, 2 Einsen hintereinander gewürfelt. Eine 9. Eine 9. Shimatsu würde ich auch gleich nehmen. 414. Japaner. So. 211.
Okay, das Leid der Händler. Machen wir das so. Shiba hat Yamara den Krieg erklärt. Okay. Meine Festung hält und hält und hält. Das ist sehr schön. So, jetzt müsstet ihr nur noch fahren. Die haben meine Hauptstadt erobert, diese Schweine. Das sollte nicht das Problem sein. Genau. So, Frieden. Und Geld. Super. Und hier dann Friede. Möchte ich alles haben. Was? Minus 18? Achso, weil die meine Hauptstadt halten. Okay. Das kann man ja schnell verändern. Suruga. Kann ich hier mich hier weiter ausbreiten? Und generiere noch relativ gut. Kriegsmüdigkeit ist sehr hoch, weil sie meine Hauptstadt besetzen. 1, 2. Eine 8, eine 2. Oh, 7. Komm, ein bisschen höher. Eine 6. Mit 3. 10. Das ist mal ein guter Würfel. Sollte eigentlich gleich im Mind sein, wenn ich keine 1 würfeln würde. Eine 9. So, sehr schön. Also, Frieden. So wie ich das denn gerne hätte. Noch nicht. Aber jetzt normalerweise. So. Hallöchen. So. Unruhe. Unruhe. Ist wahrscheinlich wegen der Kriegsmüdigkeit so hoch. Werde ich aber dann nochmal verringern. Hakyama. Shiba. Das lasse ich mal. Der Adel möchte gerne was. Der Adel. Da kann das hier haben. Bitteschön. So, Koalition. Habe ich mal schön erobern können hier. 19. Kann ich mal eine stärkere Armee aufbauen hier. Osokawa, die hassen mich, die Koreaner. Tja. Ich werde dich früher oder später auch erobern. Na, ganz toll. So, wir haben eine Kernprovinz erhalten. Sehr schön. Und eine mächtige Armee konnten wir aufstellen. Das läuft doch ganz gut. Gut, ihr habt gesagt, ihr Schweine, euch erobere ich dafür, für diese Frechheit, dass ihr meintet, mich, gegen mich eine Koalition zu wagen. So, die haben das erobert. Shiba hat Hatekiyama den Krieg erklärt. Ist ein bisschen zu spät, Shiba. Hallo Japan. Ich hasse dich, Japan. Okay, Eroberung der Hauptstadt. War, glaube ich, eine ziemlich schlechte Provinz. Relativ, ja. Aber ich möchte doch nur mein Reich stärken. Och, der schöne Ryuko ist hier. Stabilität, da gebe ich doch lieber das bisschen Prestige auf. So.
Hallöchen, Japan könnte gegen mich sauer werden. Das ist mir eigentlich noch egal. So stark ist Japan jetzt auch nicht gegen mich. Nee, da brauche ich jetzt wieder normale Truppen. So. Stark. Kernprovinzen, sehr schön. Sehr schön. Aochi Hachimasa hat den Krieg erklärt. Die holen sich die zwei Provinzen hier. Nun Leute, wir haben Shiba, wir haben recht mit dem Krieg gegen Japan geschlossen. Wir finden uns Krieg gegen Japan. What the fuck? Warum kämpfen wir jetzt gegen Japan? Okay. Alles klar. So. Dann muss ich euch angreifen. Blöden Japaner. Will selbst Japan gründen und beschimpft sich. Ist auch auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe euch zwar nie gesagt, dass ich euch unterstütze, aber anscheinend muss ich das. Ob ich möchte oder nicht. Toll. So, die japanischen Truppen werden zurückgeschlagen. Okay, Shimazu. Habe ich dir vorhin geholfen? Die haben die Belagerung einfach aufgegeben. Ganz schlau. Krieg um das Kaiserthron, okay. So, ich werde aber meine Belagerung sicher nicht hergeben. Yamato, eine Kernprovinz. Genau, vernichtet die Japaner. Nicht die werden dann Japan. Ich glaube, die sind stark. Provinzen 16, 11, 15. Okay, so gut sind sie auch nicht. Ich habe auch relativ starke Provinzen. Ronin bietet seine Dienste an. Ja, mit der Armeetradition. 22,9. Ist eine gute Armeetradition. So. Jetzt müsste ich es halt nur noch erobern. Okay. Und was war das jetzt für ein sinnloser Krieg, bitte? Der war ja mal richtig sinnlos. Weh, ich habe jetzt Waffenstillstände deswegen. Natürlich habe ich jetzt Waffenstillstände. Bis 1457. 342. Wow. Okay. Muss ich meine Stabilität nochmal erhöhen? Japan. Das sollte dann langsam abklingen. Boah, bekomme ich noch schlechte Events. Kann's doch nicht sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ui, noch mehr Armeetradition. Gibt's wenigstens Legitimität. Wow, Beweislegitimität. Toll. Osokawa. Ich habe jetzt davon nur bis 1463, 10 Jahre. Kann ich jetzt keinen angreifen. Ganz toll. Bis auf mit euch.
Ah doch, mit euch habe ich auch einen Krieg. Mit wem bin ich denn da noch verbündet? Mit niemandem. Mit niemandem. Ich werde meine Beziehung mit Korea verbessern. Und wie kann ich dich abwenden? Mindestens 50% Rekrutenreserve. Dann bauen wir mal Rekrutenreserve auf. Ich bekomme echt wenig Rekrutenreserve hier. Und was passiert da? Nationale Unruhe plus 5. Hat weniger Legitimität als 50. Ganz toll. Ich hätte ja gern mehr. Yamato. Bewegt euch mal hier hin, bitte. Die sind besetzt durch Haixi. Yeren, Korachin, die Mongolen. Boah, Tibet. Und Nepal. Assam lebt auch noch. Nagao lebt auch noch. Gujarat erobert. Großer Palastbau. Das gibt mir sehr viel Legitimität. Sehr schön. Mayafali, Siak Pasai. So. Aber warum ist das noch immer da? Ja, ich bin jetzt erstmal gefesselt hier. Bordate hat sich auch ziemlich stark erhoben. Ich bin gespannt. Daimyo-Ideen, Truppenlimit-Modifikator, Spionage-Offensive und Armee-Tradition. Ehre bis zum Tod. Die Heere des Daimyos. Wandering Ronin. Das Buch der Fünf Ringe. Ehret die Vorväter. Dun und Bu. Bushido. Bushido, das traditionelle japanische Ideal, der Verhaltenskodex der Samurai-Krieger, schuf in der japanischen Mittel- und Oberklasse eine nationale Atmosphäre der Disziplin, Selbstaufopferung. Okay, hört sich alles cool an. Sehr schön. Dukaten oder Herr mit der Rekrutenreserve. Herr damit 1000 Kokossteuer. Dukaten. Ich habe nicht genug Prestige. Aber nehmen wir das. Halte ich mehr Legitimität. Und der Bauernkrieg wird wohl ausbrechen. Nach jetzigem Standpunkt. Bescheuert. Aber dann hat man die schon mal hinter uns, naive Verwandte. Ciao, ciao, Prestige. Ja, das hat schon 83%. Aber eigentlich sollte, genau, jetzt, das war die Hälfte. So, genau. So. Dann habe ich die Katastrophe noch nicht erlebt, immerhin. Ich habe mein Truppenlimit überschritten um 1. Das ist schade. Und mein Befehlshaber ist tot. Staatsie aus Japan, was interessiert mich das? Krieg um den Kaiserthron. Die Vereinigung Japans unter unserem Banner. Würde ich ja gerne. Kann ich euch wenigstens den Krieg erklären? Er ist mit Takeda und Ochi verbündet. Takeda und Ochi. Shiba. Ochi.
Die haben sich bescheuert miteinander verbündet. So, dass ich da nichts machen kann. Wow. Das nenne ich mal einen Gott-General. So, wenn ich jetzt euch angreife. Takeda, Shiba und Date. Wenn ich euch angreife, Takeda ist mir egal. Und Aoshi. Da wäre vielleicht ein Bündnis dafür, okay. Mit Date. So. Ich habe eine Staatssee und jetzt ein Bündnis. Hat einen Waffenstillstand. Okay, die haben einen Waffenstillstand. So, Japan würde ich ja gerne angreifen. Takeda, Shibi, Ochi. Ah, da bekomme ich Date rein. Aber da habe ich noch eine Waffenruhe. Bis 1463. Hier habe ich auch noch einen Bruch der Waffenruhe drauf. Aoshi macht mir das Sorgen. Es sind 7000 Männer. Werde ich vielleicht die Japan attackieren, Bart? Takachi. Und gegen Daten in Eroberungskriegsgrund. Ming existiert und geht, denen geht es ziemlich gut. Das ist Wüste. So, das war's aber für die erste Folge. Ich sage danke fürs Zusehen und ciao.